Wir kommen dem Ende immer näher hier in Mario Maker 2 Story Mode. Weiter geht's mit Freifahrt für Cooper Autos. Cooper Autos sind so gut, gehen erst beim dritten Unfall kaputt. Außerdem kann man mit dem linken Stick wenden und die Scheinwerfer tun gar nicht blenden. Von dem Nachmusiker, alles klar. Kurz vorhin nochmal gesagt, falls man irgendwas an meine Stimme hört, ich habe sehr krasse Halsschmerzen so, aber ich denke mir halt, ja, zocke ich trotzdem heute. Ist nämlich mal wieder eine Weile her und dann muss man nach einer Weile mal wieder. Oh Gott, aufnehmen, oh Gott, warum ist jetzt Zeitproblem, Hilfe? Du, 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 du. Da, nach oben, nein. Aber wir lassen es einfach so abprallen, genau, und dann springen wir. Yes, das funktioniert. Gut, yes. Ich mag ja allgemein dieses Cooper-Auto-Ding in diesem Spiel nicht. Das bin bestimmt auch nur ich. Keine Ahnung, ich mag das Ding einfach nicht. Klar, die Idee ist was Neues und bla bla, aber ich mag das Ding einfach nicht. Ich hoffe, die Zeit reicht noch aus, aber es ist ein Nintendo-Level, es müsste eigentlich noch ausreichen hier. Ist ja jetzt kein Level, wo du nur einen Try hast und dann war's das. Oh Gott, rüberspringen. Ja. Yay! Oh Gott, das ist mein Commentary am Anfang des Levels. Oh. Ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte, weil ich hatte Schmerzen und so. Keine Ahnung. Ich hoffe allgemein, dass meine Stimme in dieser Folge nicht so ätzend ist. Sagen wir so. So. Machen wir weiter. Die große Käferattraktion. Meine neueste Attraktion für echte Zirkusstars. Ein wilder Ritt auf dem Käferfloß. Halte Y gedrückt, um dir die Käferpanzer zu schnappen. Und wirf sie dann nach oben, indem du den linken Stick nach oben hältst und Y loslässt. Wie viele Münzen kannst du so aufsammeln, junger Freund? Das werde ich dir zeigen, Zirkusdirektor. Denn wir sind Super Mario. Wir schaffen das. Easy. 80 Münzen, okay. Kein Problem für den King, würde ich sagen. Ich war kurz verwirrt wegen der Musik. Ah, das ist cool. Okay, die kommen anscheinend nicht wieder. Also ich habe einen Try. Ich will mich nicht sofort runterlassen. Ich glaube, ich warte doch noch kurz ein klein wenig und dann lasse ich mich runter. 1, 2, 3. Oh, gerade noch so. Okay. Oh, wow. Aber hier krieg ich noch einen. Noch nicht. Cool. One up. Oh Gott, das wird schon mal ein Problem. Aber behalte ich nicht die Münzen? Ja, aber die zählen dann nicht beim Counter. Okay, ja, da macht das natürlich Sinn. Lass mir einfach mal fallen. Ah, das klappt. Ah, ach so. Na dann. Krieg ich bitte meinen Panzer wieder? Danke. Ich verliere ihn immer. Nein! Das ist so nicht gut. Obwohl, so war das jetzt gut. Nein. Haha. Ah, cool. Ah, ich hab's schon. Oh, ich dachte, ich war richtig schlecht gewesen. Das ist schon wenig peinlich. Oh nee, ich hatte es. Oh yeah, Luigi. Ja, halt's Mull, Luigi. Ich brauch deine Hilfe hier nicht. Oh Gott. Ey, diese Folge mal wieder, ne? So fällig. Na, gib mir den Pappen. Krieg ich den? Nein, hier nicht. Krieg ich den? Ja, den krieg ich. Gib mir den Panzer oder auch nicht. Ja, super. Ne, den behalte ich jetzt. Boing, boing, boing. Gib mir den Panzer. Zack. Und dann mache ich boing. Und dann kriege ich fast gar nichts. Cool. Und dann verliere ich den wieder. Ja, ich habe schon mal verkackt. Ja, ich habe verkackt. Oh nein. Nein. Wieso habe ich es denn jetzt nicht geschafft und vorher schon? Warum gab es da eine 30er? Soll die mich einfach nur mobben oder was? Was ist das jetzt hier?
Jetzt? Ah, ich kann es nochmal von vorne versuchen. Ah, okay. Und wofür jetzt der P-Switch? Das verstehe ich jetzt immer noch nicht. Für der P-Switch ist, aber okay. Nein! Oh Gott! Als ob. Als ob. Okay, konzentrieren wir uns ein wenig. Nein, nein! Nein! Wieso? Ach, ich verstehe das nicht. Ein Blödsinn ist das hier. Ein Blödsinn. Ja, komm. Zack. Jetzt machen wir Pro. Siehst du, jetzt machen wir Pro. Oder auch nicht. Warum verfolgt er uns? Finde ich nicht so nett von ihm. Soll ich ihn immer mit? Und schmeißen dich nach oben. Yes, ich hab's noch erreicht. Warum ist meine Plattform wieder fast kaputt? Nicht so geil. Aber ich finde die Idee richtig cool, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich fast gar keine Plattform mehr und ich rutsche die ganze Zeit. Nein. Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab's! Yes! Achso, den muss ich dann auf die rechte Seite schieben, damit er da alles kaputt macht, alles klar. Okay, warum auch immer da ein P-Switch ist, den check ich nicht. Aber ist ja auch nicht wichtig und ich will nach oben. Ich brauche nämlich ganz viele Coins. Na komm. Das will ich jetzt schon noch versuchen. War das noch genug? Habe ich überhaupt welche Coins bekommen? Naja, egal. Ich hoffe, das war trotzdem gut. Auch wenn ich mir nicht gefällt habe und war es irgendwie seltsam aus mit dem Cooper Head, Shell Head Ding, was auch immer. Aber jetzt haben wir, glaube ich, ja! Jetzt aber genug für das Buntglas. Let's go! Ja, kann beginnen. Joing. Und wie lange dauert das? Ach, 5! Brauchst du da 10 Jahre, um das drauf zu malen oder was? Joa. Ich glaube, das ist unsere letzte Aufgabe und dann haben wir alles. Dann fehlen uns nur noch die restlichen Level hier, weil es gibt ja, ich schätze mal, 100 Level. Ihr seht auch schon, wie viele wir freigeschaltet haben. 9 bis zu 90 Leveln bisher. Und wir sind erst bei 57. Also wir haben noch was, noch viel vor uns. Mehr Münzen. Narve möchte sich heute zu meiner Unterhaltung zum Nahen halten lassen. Die Aufgabe ist einfach 100 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Die Cheap Sheeps und Blooper sollten dabei nicht allzu hinderlich sein. Hoffe ich. Launischer Geldsack. Alle 100 Münzen soll ich sammeln? Okay. Hört sich jetzt doch. Hört sich jetzt mit der Beschreibung irgendwie an wie so ein Pac-Man-Level. Aber wir werden mal sehen. Oh. Sieht schön aus. Warte, warte. Dance-Blöcke unter Wasser? Das geht? Oh, guck mal hier, Fischi! Hallo! Oh, wie cool. Ja, das Theme ist richtig nice. Das Theme ist vor allem chillig. Yeah, 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 chillig. Oder findet ihr nicht? Ich finde das Theme sehr chillig. Vor allem auch eines der besten Unterwasser-Themes. Seit Mario Maker. Ja. Damit ich nicht sofort sterbe, falls irgendwas spawnt. Okay, cool. Wo gehen wir lang? Erstmal hier rein, würde ich sagen. Hallo, Bloopy. Die funktionieren ja anders. Haben wir auch gerade gesehen, dass er nicht auf mich zugeschwommen ist, so wie in anderen Themes. Der ist ein wenig anders hier. So. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob man die auf die drauf springen kann unter Wasser. Das müsste ich mal ausprobieren, aber. Okay, warte, hier habe ich eine Feuerblume. Ich könnte es eventuell ausprobieren. Komm mal her, du. Nein, das geht nicht. Okay. Dann komm mal her. Ich kill dich jetzt. Ihr seht schon, der funktioniert ganz anders. Aber ich muss ja nicht alle killen. Ich muss einfach nur alle Münzen sammeln. Von daher ignoriere ich die jetzt mal konkret. Ja, ja. Komm, gib mir alle Münzen. 85, das sieht schon mal gut aus, als hätten wir nichts verpasst. Hier ist bestimmt noch eine Feuerblume. Also von Items her gibt es hier sehr, sehr viel.
Ist also ein einfaches Level. Und wir haben alles. Yes. Piep, piep, piep. Und Sarsch. Nice. Ich finde das immer so cool. Okay. So, ich versuche jetzt noch in dieser Folge das Buntglas fertig zu machen. Das kann ich aber euch nicht versprechen. Weil man seht, ich brauche noch 4 Level. Ich muss noch 4 Level schaffen. Aber wir haben schon 93%. Das sieht schon mal gut aus. Level 58. Flucht aus der Wirbelwindhöhle. Meine Reisen führten mich einst in eine wundersame Höhle. Sie war ganz tief und voller Wirbelwinde. Kannst du wie ich damals am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind B drücken, um rechtzeitig zu entkommen? Todesmutiger Forscher. Ja, natürlich habe ich das. Immer doch. Yeah. Natürlich. Wir sind Pros, wir schaffen das. So, gibt's hier oben vielleicht noch ein... Oh, oh. Das war eigentlich nur ein Spaß. Aber hier gibt's anscheinend noch ein One-Up, cool. Okay, was war mein Ziel? Einfach das Level schaffen. Ach, das ist doch hier so ein Level, was man im Trailer gesehen hat. Das ist doch super. Nein, da waren Münzen. Na, egal. Ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Oh Gott, ich muss bei dem hier. Ach Gott, das wird schwer. Na, oder bei dem hier? Ach, bei dem hier geht's auch gut. Hm, zack. Oh Gott, das ist so seltsam. Okay. Zack, gib mir den Pilz. Wow. Stymie war jetzt nicht ganz so Bombe von mir. Ich will da die Big Coin. Aber wie schaffe ich das? Ach, ich verstehe schon. Yes, so soll das sein. Ist das schön treffen lassen? Nein, natürlich nicht. Ich will dazu nichts hören, Leute, okay? Oh Gott. Nein, haut ab! Nein, lasst mich in Ruhe. Nein, da war noch eine Coin. Warum fehlt da ein Block? Okay, cool. Ach so, weil da ein Bombi kommt. Macht Sinn. Das ist cool. Das merke ich mir mal. Das mache ich vielleicht in den Level rein. Das sieht ganz cool aus. Hm, das wollte ich jetzt nicht. Oh Gott. Was, Zeit? Nein. Wo muss ich denn lang? Muss ich einfach hoch? Oh. Oh. Oh nein, der macht die alle tot. Der macht die alle ganz böse tot. Oh nein. Ach, die müssen alle sterben, oder was? Schnell, schnell, yes. Na, da oben eine Coin. Ah, da war ich zu voreilig. Na, egal. Die Zeit hat mir wie Angst gemacht. Okay, Leute, ist meine Ausrede. Boing. Ach, nee, dazu sage ich jetzt nichts. Da bleibe ich jetzt stumm. Da sage ich jetzt nichts zu. Nö. Da weigere ich mich. Ja, da weigere ich mich. Da sage ich jetzt nicht zu. Ich weiß gar nicht, wofür wir das von den Münzen brauchen. Aber okay. Kriegen trotzdem noch welche. 95%, Leute. Sieht aus, als wären wir bei der 100%. Yeah. 59, Ritt auf der Kanonenkugel. Ich habe die Luftgaleere meiner Träume gebaut. Möchtest du bei der Jungfernfahrt dabei sein? Was? Denk aber dran, beim Zieleinlauf freundlich zu lächeln. Forschermädchen. Was? What? Okay. Klar, easy. Mama first try, ne, Leute? Mama first try. Was? Gibt's da oben irgendwas? Naja, jetzt hab ich auch schon verkackt. Warum kommt da nichts? Ach, am letzten Moment kommt da was raus, genau. Oh, lol? Oh, wie cool. Aber hier lernt man halt echt voll viel so. Vor allem auch viel Inspiration gibt es hier in diesem Level. Und ich werde auch definitiv so die eine oder andere Sache hier von nehmen und in mein Level einbauen. Oh Gott. Ich will nur die Level. Level, das auch, aber die Münzen meinte ich jetzt. Ah, cool, dafür habe ich einen Urlaub bekommen. Nice. Papi, du, Papi, du, Papi.
Man kann die Stampfattacke abbrechen, wenn man unten Sprung unten nach für die Stampfattacke und dann in der Luft nach oben drücken. Dann bricht man die ab. Das wusste ich auch noch nicht, aber ich musste das lernen für so ein bestimmtes Level. Oh mein Gott, wie habe ich mich noch nicht treffen lassen? Wie bin ich noch am Leben? Da war der Check. Ich habe so geskillt und dann am Ende bei dem letzten Sprung natürlich noch schön fail, ne? Wer kennt's? Oh Gott, wehe. Komm, ich habe einfach noch die meisten der Münzen, glaube ich. So viel brauche ich jetzt eh nicht mehr. Komm. Abbrechen. Für die es nicht wussten. Gibt's ja bestimmt viele. Ach ja, come on. Lego Mule. Lego Mia Mursch. Wow. Oh, das war viel zu knapp. Das hätte ich nie machen sollen. Ich warte bis auf den letzten Punkt. Boing, weg mit euch. Tschüss. Das ist alles meins jetzt hier. Hier, wenn ich von dem abspringe und in der Stampfattacke die Stampfattacke abbrechen tun, yeah. Die Idee hier ist natürlich cool, aber schwer. Wow, yes! Oh, ich hab's noch geschafft, yes! Komm, gib mir den Pilz, dankeschön, sehr lieb von Ihnen. Stampfattacke abbrechen, yeah. Kann ich mir jetzt cool finden, dass ich das jetzt weiß. Da war ich mal wieder zu voreilig, ne? Wie kriege ich die? Ach, ich weiß schon wie. Nein! Oh! Jetzt kommt Luigi wieder, ne? Ach komm. Kann man das nicht ausschalten? Komm, ich will den Luigi nicht sehen. Ich weiß doch, dass er mich nerven will mit. Komm, lass mich auch mal spielen. Ich kann das viel besser als du, aber ich sag ihm, nee, Luigi, ich bin dran. Das ist Super Mario Maker, nicht Luigi Maker oder so ein Blödsinn. Nicht so ein Schwachsinn, ey. Wo? Oh. Nein! Nein! Was? Nein! Ich hab weggeguckt, weil ich dachte, ich sterbe. Nein! Ah, nein! Oh Gott, sorry. Nein! Ach komm, jetzt wird's doch echt peinlich. Ich habe nur noch 20 Münzen. Was ist denn das für ein Blödsinn hier? Ey, ich wollte heute noch das Buntglas fertig machen. Nö, jetzt können wir das erst in der nächsten Folge fertig. Mimimi. Geht das eigentlich auch in dem Original? Also Mario und so alles? Ob Wii oder Switch ist mir egal. Geht das da auch in richtigen Spielen? Das Abbrechen von der Stampfattacke? Das weiß ich gerade nicht. Das können wir gerne mal reinschreiben. Ich weiß, was sie von mir wollen hier. Eins, zwei und einfach durch. Und nein! Das gibt's doch nicht! Ach! Ja, also das ist echt lächerlich. Das ist lame, lächerlich und was auch immer noch alles dazu passt. Ganz ehrlich, also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das finde ich echt lame. Nee, ich muss da einen Pilz haben, damit ich mich da treffen lassen kann, damit ich da die Münzen noch einsammeln kann und damit ich schnell... Die Passage dort, die finde ich zu schwer. Das ist viel zu viel Try and Error, finde ich. Das ist aber nur meine Meinung. Was ist da jetzt wieder schiefgelaufen? Ich kann es leider nicht sagen und ich bin gerade wieder genervt. Was ist richtig hier? Ich bin genervt. Und die Folge ist langweilig. Tut mir leid für diese langweilige Folge. Ich hoffe, die Folge verdient trotzdem noch ein Like, weil ich gestorben bin. Lull. Als ob. Als ob. Als ob. Also die Starcoin da, die ist echt schwer. Also wirklich schwer, finde ich. Okay, aufpassen. Bei den roten Dingern nicht runterstehen bleiben. Oh Gott. Ziel? Ja, es ist Ziel.
Yes! Ach, scheiß auf die 30er Münze. Ich würde einfach jetzt durchhaben. So, Leute. Dann werden wir auf jeden Fall 100%ig, 101%ig in der nächsten Folge das Bootlass fertig haben und eventuell das Ende bereichen. Zumindest von der Story. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben noch ein Level zu tun, Leute. Yeah. 96%. Und irgendwo im Hintergrund ist noch zu geräusch. Aber ist egal. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, nicht verpassen und haut rein. Ciao.